Ja, hallo liebe Leute. Einigen von euch macht dieser Videotitel vielleicht ein bisschen stutzig. Aber ich möchte erstmal ein paar Dinge dazu sagen und was denn jetzt alles so genau in den letzten Tagen so passiert ist. Als allererstes möchte ich mich gestern für meinen etwas lauten Ton, den ich hatte, in unserem Roundtable entschuldigen. Der war so nicht angebracht und ich möchte mich bei allen Anwesenden, die da waren, dafür entschuldigen, für die Art und Weise, wie ich das rübergebracht habe. Hinter der Aussage, die ich getroffen habe, stehe ich weiterhin und das hier ist alles meine Meinung, nicht die der GCL, sondern meine persönliche Meinung und ich wiederhole gerne auch immer für alle nicht dabei gewesenen gerne, was ich gesagt habe, denn gestern hatten wir einen GCL Roundtable zum momentanen Thema Multi-Accounts und was eigentlich alles hier herrscht. Da habe ich dann halt in einem sehr, sehr lauten Ton gesagt, ihr habt doch bei der Anmeldung zu eurem Clan angeklickt. Ich habe die Regeln gelesen, verstanden und akzeptiert. Indem sie jetzt hier so ein Heckmeck machen, so habe ich es glaube ich auch genannt, ich weiß es nicht ganz genau, die genauen Wortlaut, habe ich dann halt gesagt, also entweder habt ihr die Regeln nicht gelesen, sie nicht verstanden, aber sie akzeptiert. So. Damit, ist es halt so, dass ihr selbst dafür verantwortlich wart, dass ihr an der GCL teilnehmt und mit dem Regelwerk, das übrigens auf dem Wargaming so abgesegnet ist, einverstanden seid. Habt ihr das nicht gemacht, weil ihr keinen Bock hattet, euch alles durchzulesen? Ist es meine persönliche Meinung, ist es nicht unsere Schuld. Punkt. So, zu dieser Meinung stehe ich auch weiterhin. Und dann sind halt einige Dinge gefallen, wie gestern so, ja, da muss ich jetzt mit Reibot von WG sprechen und muss hier das mal so schildern. Ja, so, jetzt seht euch einfach mal so aus unserer Situation, was ihr da macht, dass ihr uns quasi droht, zu Wargaming zu gehen. Das Ganze hatten wir auch schon letzte Saison gehabt, dass ein Clan sich bei Wargaming gemeldet hat und ja, dass ihr uns ja quasi damit erpresst, dass ihr etwas akzeptiert habt, was so vorliegt und es aber nicht akzeptieren könnt. So, und für die meisten, worum es erstmal überhaupt ging, es geht halt um das Thema Multi-Accounts, dass es in einigen Clans zu einigen Clans zwei Accounts gibt. Der eine spielt in der Liga, der andere spielt in der Liga. Und so, darum geht es halt. Und wir haben halt gesagt, dass wir keinerlei hundertprozentige Möglichkeit haben, so etwas nachzuweisen, dass es sich bei Account A und Account B um denselben Spieler handelt. Diese Möglichkeit haben wir halt leider nicht. Das ist so. Und dann kamen halt viele, viele Vorschläge und es hat sich halt vieles im Kreis gedreht und eigentlich der richtige Konsens daraus ist, dass wir keinerlei Möglichkeit haben, sowas zu überprüfen. Die haben wir halt leider nicht. Hätten wir eine hundertprozentige Möglichkeit, das Ganze genau nachzuweisen, dass Account A und Account B denselben Spieler gehören und der sie auch die ganze Zeit immer nutzt, dann würden wir das auch tun. Aber diese Möglichkeit haben wir halt leider nicht. Also, uns sind da die Hände gebunden. So, und es ging halt gestern ziemlich heiß her und ich sage euch, auch bei uns im Gremium geht das Ganze ziemlich heiß her und das ist schon ziemlich hart, was momentan abgeht. Ich mache das jetzt die dritte Saison und das, was diese Saison abgeht, das wird, ich sage es, immer kleinkarierter und ich habe wirklich noch nicht so viel Neid und Missgunst erlebt in einer Community, die sich eigentlich hier vor Augen halten sollte, dass wir euch hier eine Plattform bieten, indem ihr euch mit anderen Clans das, was in WoT auf der Konsole am meisten fehlt, messen könnt. Das erstmal so als Ansprache, was das hier überhaupt ist. Der zweite Punkt ist, wenn es eben
diesen einen Spieler gibt, der in diesem Team dann halt mitspielt, sage ich euch gerne, es ist einer von sieben. Und nicht, er ist nicht alle sieben. Und daraufhin habe ich dann gestern auch noch ganz tolle Dinge gesagt, ist, und ihr solltet euch nicht darauf fixieren, dass genau dieser Spieler jetzt da ist und deswegen Angst bekommen. Nein, er ist einer von sieben. Und ihr seid auch sieben. Also es ist trotzdem dieselbe Anzahl an Spielern auf beiden Seiten. Auf Team A sind B, sind sieben und Team B sind sieben. Wenn ihr jetzt Team A seid und Team B, jetzt halt seht, boah, die haben jetzt eine Gesamtwertung von 1200 W in 8 mehr und alleine nochmal 200 mehr wegen diesem einen Spieler, sage ich euch eins. Die W in 8 ist in einem CW das drittrangigste. Das ist der individuelle Skill des Spielers. Das Wichtigste ist Taktik und dann kommt Teamplay. Wenn A und B funktionieren, ist 3 erst dann der entscheidende Faktor. Und ihr solltet euch lieber als Ansporn sehen, weil wenn ihr als, sag ich mal, Clan, der 1000 W8 weniger im Durchschnitt hat gegenüber Clan B, solltet ihr das doch als Ansporn nehmen, genau diesen Jungs zu zeigen, so mit uns macht ihr das nicht. Denn es rechnet jeder mit damit, dass wir verlieren aufgrund dieser W8-Wertung. Und damit habt ihr sie nämlich am Sack, indem ihr sie überraschen könnt und alles. Ich vergleiche es einfach gerne mal mit der Bundesliga. Was weiß ich, wenn der Tabellenletzte gegen den Tabellenersten spielt, rechnet doch auch jeder damit, oh, die werden weggehauen. Und es passiert dort genauso, dass eben der Letzte gegen den Ersten gewinnen kann. Und warum? Weil diese Jungs an dem Tag einfach über sich herauswachsen und genau eben auch der Gegner vielleicht die nicht ganz so ernst nimmt und eben durch eine super Taktik, was weiß ich, einfach gewinnen. Und genau das müsst ihr euch vor Augen halten. Es ist auch in vielen anderen Sportarten so, dass der Außenseiter gewinnt. Das ist hier nicht anders. Das ist genauso competitive Gameplay hier, was wir euch bieten. Und bitte hört auf, euch immer so gegenseitig zu zerfleischen, zu beschuldigen und so weiter alles. Wir sind hier eine Community, die eins haben will, die will Spaß und competitive Gameplay haben. Aber das, was momentan in den letzten 2 Tagen hier abgeht, das ist für mich einfach nicht vertretbar, dass es mich gesundheitlich sogar angreift. Ich hatte mir gedacht, das wird eine richtig geile Saison, größer als je zuvor, noch mehr Content und alles. Ich habe mir so viele tolle Sachen für Streams und so weiter für euch einfallen lassen. Und diese Lust und Freude darauf, die ist seit gestern Abend einfach weg. Weil ich habe für mich gemerkt, dass ich, als ich so laut wurde, dass es für mich eine Wesensveränderung ist, weil ich bin ein ziemlich ruhiger Mensch, mich erlebt man nicht laut. Und das war für mich gestern eine richtig dermaßige Wesensänderung, dass ich mir über meine Gesundheit Gedanken mache. Ja, ich bin nicht gesundheitlich auf voller Höhe und wenn dann eben genau sowas passiert, dann denke ich da an mich und an weitere Dinge, die eventuell daraus folgen können und da habe ich dann keine Lust drauf. Und genau aus diesem Grund werde ich das Ganze für mich jetzt hiermit abschließen und dass ich für mich wieder mich auf einen guten, feinen Weg befinden kann, weil ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich möchte euch nicht sagen, was ich für Gedankengänge und Stimmungen und Emotionen hatte. Darauf möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich hatte quasi damit einen Rückfall, den ich nie wieder haben wollte. Und genau aus diesem Grund werde ich dem Ganzen jetzt hier einen Riegel vorschieben und einfach an mich denken und euch einfach nur bitten. Hört doch auf, so kleinkariert zu sein. Denkt an euch, dass ihr als Team zusammenarbeiten müsst und den anderen einfach wegballern könnt. Ihr müsst einfach nur schlauer sein als der andere. Das ist das Wichtigste. Und nicht, weil der jetzt auf einmal da spielt. Und genau diese Dinge solltet ihr euch vor Augen halten. Ich blicke auf jeden Fall auf 2 tolle Jahre in der GCL zurück. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Manchmal natürlich nicht, aber das gehört dazu. Es war auf jeden Fall eine tolle Zeit. Ich habe sehr viel technisch auch gelernt, was das Streamen und all diese Dinge betrifft. Aber ich kann es momentan einfach nicht mehr.
Deswegen, ihr habt noch mit Dissection und Laia noch zwei Leute, die hier noch mit am Ball sind. Ich kann es momentan einfach nicht mehr. Und es tut mir sehr leid für euch. Ich hätte euch hier sehr, sehr gerne alles gezeigt, was ich hätte gekonnt hätte, aber es geht momentan einfach nicht. Ich kann es leider momentan aktuell nicht mehr mit mir vereinbaren und ich habe Angst vor weiteren Folgen, die daraus entstehen können. Und das möchte ich einfach für mich und meinem Sohn, den ihr auch schon teilweise in Streams gehört und gesehen habt, einfach nicht haben. Das ist wichtiger als die GSL hier. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne, spannende dritte Saison.